Ich beginne mit dem Bundesfinanzminister Alex Möller, der 1971 in einer Würdigung Matthias Erzbergers aus dem gleichen Anlass, aus dem auch unsere heutige Tagung stattfindet, also zur Erinnerung an dessen Todesjahr, den Satz schrieb: Was waren das noch Zeiten? Und was er damit meinte, war der Aufbau einer reichsweiten Finanzverwaltung, die im August 1919 als Bestandteil der umfassenden Finanzreform der Weimarer Reichsregierung verabschiedet wurde und zum Oktober 1919 in Kraft trat. Wie es einer solchen Würdigung entsprach, zumal aus der Feder eines Amtsnachfolgers, lobte Möller mit diesen Worten die kühnen Griffe Erzbergers, seine politische Durchsetzungskraft. Möller selbst war der Vater der sogenannten mittelfristigen Finanzplanung in der Bundesrepublik und damit Exponent einer eher technokratischen Sicht auf das Regieren. Er sah die Leistung der Erzbergerschen Reformen in der Herstellung von Einheitlichkeit, in der Umsetzung des Planmäßigen. Er lobte, dass die wuchernden Verwaltungsstrukturen, wie er es nannte, auf Länderebene überwunden worden seien und gut ausgebildete Fachverwaltungen eingeführt. Auch deswegen hat Erzbergers Name vielleicht bei hohen Finanzbeamten so einen guten Klang, weil sie sich sozusagen in dieser Tradition der gut ausgebildeten Fachverwaltung sehen. An die Stelle des deutschen Durcheinanders, so Möller, sei ein einheitlicher Verwaltungskörper vom Kopf bis zu den Gliedern gesetzt worden und an der Spitze das neu aufgestellte Reichsfinanzministerium unter Erzbergers entschlossener Leitung. Die Tonlage dieser Bewertung, die darin durchklingende Erwartung des Durchregierens, wenn man es mit einem Gegenwartsbegriff fassen möchte, möchte ich im Folgenden mit der Erfahrungsgeschichte der Weimarer Ministerialbürokratie in den ersten Nachkriegsjahren kontrastieren. Hier geht es mir weniger um die Würdigung der persönlichen Leistung Erzbergers. Da sind andere der Anwesenden auch viel berufener. Das hat ja auch Herr Westerhoff schon angedeutet. Sondern ich möchte die Frage aufwerfen, wie sich demokratisches Regieren nach dem Ersten Weltkrieg in einer Zeit des dauernden, zum Teil tatsächlich ausgerufenen, zum Teil empfundenen Ausnahmezustands gestaltete und welche Schwierigkeiten daraus für ein Ressort entstanden, das die angeschlagenen Reichsfinanzen ordnen und zukunftsfähig machen sollten. Denn der Anspruch des Ministeriums, reichsweite Einheitlichkeit energisch durchzusetzen, wurde auch von Erzberger selbst deutlich gemacht. Im Sommer 1919 argumentierte er, er habe die reichseigene Steuerverwaltung von den ersten Tagen seiner Amtsverwaltung an zielstrebig verfolgt, sekundiert durch Wilhelm Keil, der für die Sozialdemokraten in der Nationalversammlung erklärte, nun endlich werde einheitlich geordnet und dadurch auch gerecht gestaltet. Dieser immer wieder artikulierte Einheits- und Ordnungsanspruch brachte bestimmte Vorstellungen von der Leistungsfähigkeit demokratischen Regierens mit sich. Nicht nur Erzberger forderte die entschlossene, bedingungslose Tat von sich selbst, der Weimarer Regierung und der Bevölkerung. Auch die breitere Öffentlichkeit in Deutschland und die ehemaligen Kriegsgegner erwarteten entschiedene Signale. Vor diesem Hintergrund war auch der Ruf nach einer Form der Diktatur, und das war ein Begriff, der dabei eine ganze Bandbreite von Bedeutungen haben konnte, gerade im Bereich der Finanzpolitik schon früh zu finden, zumal die Realität, darauf werde ich im Folgenden eingehen, beständig dem energischen Denken im Wege stand. Wie viele andere Bereiche der Gesellschaft, so war auch das Reichsfinanzministerium, an dessen Spitze Erzberger im Juni 1919 treten sollte, eine Organisation, die sich eben nicht in einem Modus administrativer Normalität befand, sondern von einem fortwirkenden Habitus des Kampfes und von außerordentlichen Herausforderungen geprägt war. Der ehemalige Referatsleiter in der Besoldungsabteilung und spätere Bundesarbeitsrichter Hermann Wodke, der bis 1945 dann fast durchgängig im Ressort tätig sein sollte, schrieb daher 1959 an den Politikwissenschaftler Theodor Eschenborg in dem Brief, den Sie hier hoffentlich angezeigt sehen, er habe seit seinem Eintritt in das Finanzressort im Gründungsjahr 1919, und hier zitiere ich ihn, immer wieder nur äußerlich legal im Rahmen des sogenannten Ermessensspielraums gehandelt und sein Leben sei durch den inneren und äußeren Kampf zwischen Recht und Politik geformt und vergiftet worden. Ein anderer Zeitgenosse, der spätere Bundesfinanzstaatssekretär Karl Maria Hettlage, sprach davon, dass ein Finanzministerium, ich zitiere ihn, immer ein wenig in der Nähe des Ausnahmezustandes agiere. Es ähnele daher auch mehr einer militärischen Intendantur als einem zivilen Ressort.
Und 1931 erinnerte sich der Ministerialrat Wilhelm Markul wie folgt, und dieses Zitat habe ich einmal abgedruckt, da es etwas länger ist. Als ich im Jahre 1920 in das Ministerium eintrat, sah es am Wilhelmplatz wie in der Arche Noah aus. Man brauchte nur die Korridore lang zu gehen und auf die Schilder an den Türen Acht zu geben. Da gab es junge und alte Assessoren, Richter und Räte, Räte von allen Sorten, Regierungsräte, Oberregierungsräte, geheime Regierungsräte, Landräte und Landgerichtsräte. Da gab es Leute aus der Staats- und aus der Selbstverwaltung, Postmenschen, Eisenbahner, Kolonialbeamte und toi 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 sogar Intendanturfritzen. Das redete in allen Zungen Deutschlands, das strudelte auch damals noch fortwährend ein und aus, das war ein buntscheckiger Haufe ohne einheitliche Zucht und Überlieferung und sollte, musste doch den großen Generalstab geben, mit dem es galt, die Riesenaufgaben der Zeit zu zwingen, den Aufbau der reichseigenen Finanzverwaltung, die Durchführung des neuen Steuerrechts und den Verzweiflungskampf um Deutschlands Selbstbehauptung als staatliche und wirtschaftliche Einheit. Aus diesen Zeilen spricht eher die Improvisation als die einheitliche Planung und auch die von Möller gelobte Überwindung alter Wucherungen, wenn man sie so nennen will, wird mit dem Zitat von Markul und seinem Verweis auf die Vielstimmigkeit der Beamtenschaft, ihre Dialekte, ihre Herkünfte in Frage gestellt. Erkennbar wird zudem auch, wie hier Begriffe und Verhaltensweisen des Militärischen im Selbstverständnis der Zeit nachhalten. Diese ersten Eindrücke möchte ich jetzt aufgreifen, um einige Einblicke in die Geschichte des von Erzberger zeitweilig geleiteten Reichsfinanzministeriums sowie der Haushaltspolitik um 1920 zu geben. Denn dies war ein Regierungsfeld, das wohl so, sowohl für die Frage der Souveränität der Weimarer Republik als auch für die Etablierung einer neuen demokratischen Staatlichkeit entscheidend war. Manches davon ist vielleicht auch, so möchte ich als kleine Bemerkung voranschicken, geeignet, unsere gegenwärtigen Erfahrungen und unsere Erwartungen an staatliches Handeln in Ausnahmezeiten zu historisieren. Damit komme ich zum zweiten Teil. Das Reichsfinanzministerium, das Sie hier sehen, das Erzberger als Minister im Sommer 1919 übernehmen sollte, war zu Jahresbeginn 1919 begründet worden und eine Organisation, die nicht aus dem Nichts der neuen Republik kam, sondern mit dem Reichsschatzamt eine monarchische Vorgängerin besaß. Diese Vorgängerorganisation hatte im Krieg bereits umfangreiche Erfahrungen damit gesammelt, die Gestaltung der Reichsfinanzen als dauernde Notlösung zu organisieren. Die Etats des Deutschen Reiches in den Kriegsjahren waren Ansammlungen von Zahlen aus den Vorkriegsjahren gewesen, denen niemand zu Recht Glauben schenkte. Anhand der Gründung des Reichsfinanzministeriums und der ersten Jahre der Haushaltspolitik der Weimarer Zeit zeigte sich daher, wie Strukturen aus der Kriegszeit über eine sogenannte vereinfachte Gesetzgebung in Institutionen der Nachkriegsjahre überführt wurden. Getrieben wurden die Beteiligten durch eine als dringlich empfundene Notlage, die beständigen Handlungsdruck erzeugte. Das hat ja Anna Kahler auch gerade deutlich gemacht. Im Feld der Finanzpolitik wie auch in anderen Bereichen war dabei das Bedürfnis nach außerordentlicher Rechtsetzung, wie man es nannte, damals weit verbreitet. Dies galt natürlich nicht nur im Bereich der Staatsfinanzierung, sondern mindestens ebenso mit Blick auf die gewaltsamen Auseinandersetzungen, die zeitgleich auf den belagerten Straßen, hier auch am Wilhelmplatz, wie rechts auf dem Bild als Illustration zu sehen ist, stattfanden. Vor diesem Hintergrund war der Rekurs auf den Belagerungs- oder Ausnahmezustand und auf ein daraus abgeleitetes Staatsnotrecht in den politischen Debatten dieser Jahre weit verbreitet. Und dies lässt sich selbst oder vielleicht sogar gerade auf dem eher technisch anmutenden Feld der Finanzpolitik beobachten. Der Grundstein für die Konstituierung der Weimarer Republik als regierungsführende, geschäftsführende Einheit wurde mit dem Gesetz über die vorläufige Reichsgewalt vom 10. Februar 1919 gelegt, mit dem der Wunsch verbunden war, eine deutliche Stärkung der Exekutive und die Absicherung der staatlichen Autorität zu erreichen. Denn der Artikel 6 dieses Gesetzes übertrug dem Reichspräsidenten breite Exekutivvollmachten. Auf der Basis dieses Gesetzes sowie des sogenannten Übergangsgesetzes vom 4. März 1919 wurde dann das Reichsschatzamt per Erlass des Reichspräsidenten vom 21. März 1919, der hier abgedruckt ist, in ein Reichsministerium der Finanzen umgewandelt. Die mit diesem Erlass durchgeführte Einrichtung der obersten Reichsbehörden, die im Stile einer persönlichen Ermächtigung an den Reichsminister der Finanzen ging, war also eine akute Antwort auf die finanzpolitischen Herausforderungen in der unmittelbaren Nachkriegszeit und nicht Ausdruck eines großen konzeptionellen Wurfs.
Die weitere Diskussion und Ausgestaltung des Reichsfinanzwesens fand dann erst im Rahmen der anlaufenden verfassunggebenden Debatten der Nationalversammlung statt. Mit der Bezeichnung der Spitzenbehörde der neuen Verwaltung als Reichsfinanzministerium wurde, wie mit der Verfassung überhaupt, also der Weimarer Verfassung überhaupt, ein Faden wieder aufgenommen, der auf die Paulskirchenverfassung und die Institutionen der provisorischen Zentralgewalt von 1848-49 zurückwies. Das neue Ministerium blieb jedoch im Gebäudekomplex des Reichsschatzamtes am Wilhelmplatz und in der Wilhelmstraße räumlich und in Teilen auch personell, herrschte also Kontinuität zum Kaiserreich. Das Ressort war auch weiterhin im Zentrum eines gewachsenen Regierungsraums angesiedelt, der auf die Fußläufigkeit kommunikativer Beziehungen basierte. Die gewachsene, wenig planmäßige Struktur dieses Regierungszentrums wurde daher schon früh kritisiert, etwa vom Reichsministerium des Innern, das im Mai 1922 in einer Kabinettsvorlage diese Karte hier vorlegte und dabei detailliert die Entfernung zwischen einzelnen Ministerien auflistete. Vom Reichsarbeitsministerium zum Reichsfinanzministerium, das hier zu sehen ist, wurden etwa für Hin- und Rückweg 60 Minuten kalkuliert. Und das Wirtschaftsressort, das hier unten zu sehen ist, war natürlich noch sehr viel weiter entfernt. Und dabei darauf verwiesen, dass ein ständiger Verkehr der Reichskanzlei nur mit den benachbarten Ministerien, also die Reichskanzlei, sehen Sie hier direkt in der Nähe des Reichsfinanzministeriums, also nur mit den dort direkt liegenden Ministerien möglich sei, nicht aber mit den entfernter liegenden Ressorts, zu denen eben neben dem Arbeits- und dem Wirtschaftsressort auch das Innenministerium selbst zählte. Grundsätzlich entschwerten solche Distanzen, so die damalige Argumentation, die informellen Beziehungen, die für eine effiziente Verwaltung unerlässlich seien. Es befördere den Ressortpartikularismus und verhindere eine gemeinsame Haltung des Regierungsapparats zu den großen Fragen der Wirtschafts- und Finanzpolitik. Schon früh gab es daher Initiativen, sämtliche Ministerien und alle Abteilungen im unmittelbaren Umfeld der Wilhelmstraße anzusiedeln und dort ein sogenanntes Reichshochhaus als demokratisches Regierungszentrum zu errichten, was sich aber letztlich nicht durchsetzen sollte. Wenn also Klaus Epstein in seiner einschlägigen Erzberger Biografie argumentiert, dass dieser, also Erzberger, alle historisch gewachsenen Verschiedenheiten in seinem Apparat beseitigt und ein einheitlich von Berlin aus geleitetes System geschaffen habe, so muss man sich vor Augen führen, dass selbst dieses Berlin als politisches Zentrum und Raum des Regierens in sich eben nicht einheitlich war. Dieser Pluralismus innerhalb des Regierungsapparats brachte es dann in der Folgezeit mit sich, dass Maßnahmen ergriffen wurden, die ein entschiedeneres Vorgehen des Reichsfinanzministeriums gegenüber den anderen Ressorts und auch dem Parlament ermöglichen sollten. Im Zentrum stand dabei früh die Stellung des Reichsfinanzministers in der Haushaltspolitik, sowie dann natürlich die Vereinheitlichung der diesem Ministerium nachgeordneten Steuerverwaltung. Viele dieser Maßnahmen waren allerdings mindestens schon in Schubladen vorhanden oder lagen sogar schon auf den Schreibtischen, als Erzberger ins Amt kam. Mit einer Denkschrift über eine Steuerreform im Reich und in den Bundesstaaten war bereits am 13. November 1918 der letzte kaiserliche Staatssekretär im Reichsschatzamt, Siegfried Graf von Röddern, hervorgetreten und hatte damals schon argumentiert, dass im Bereich der Staatsfinanzierung von zu vielen Behörden nach zu vielen verschiedenen Normen gearbeitet werde. Nun sei es unumgänglich, diese Arbeit endlich zu vereinheitlichen und zu zentralisieren. Der oldenburgische Regierungsrat Enno Becker saß zu diesem Zeitpunkt im noch als Schatzamt am Wilhelmplatz draußen die Fahnen wegen der Revolutionstoten auf Halbmast und verfasste den ersten Entwurf einer Reichsabgabenordnung. Auch der Volksbeauftragte und spätere Justizminister Otto Lambsberg hatte sich bereits dafür ausgesprochen, die reichseigene Steuerverwaltung zum Bestandteil des Finanzprogramms der Revolutionsregierung zu erklären und die Ungleichheiten in der Steuererhebung endlich zu beseitigen. Zudem hatten auch die Sozialdemokraten schon in den Kriegsjahren wiederholt die Forderung erhoben, einen organischen Aufbau zu schaffen. Auch der erwähnte Abgeordnete Keil hatte schon 1917 im Reichstag dargelegt: Meine Herren, wenn man von Mitteleuropa spricht, wenn man von einer Anpassung der Wirtschaftsverhältnisse von Bremen bis Bagdad spricht, dann sollte es uns nicht möglich sein, für unser Staatswesen einheitliche Steuergrundlagen zu schaffen, für Berlin und Hamburg, für München und Karlsruhe, für Leipzig und Magdeburg gemeinsam. Wenige Tage nach von Röddern legte da auch dessen Nachfolger, der frühere Unterstaatssekretär im Reichsschatzamt Eugen Schiffer, der Regierung ein von den Beamten des Ministeriums entworfenes Finanzprogramm vor.
Bereits bei der Vorstellung dieser Maßnahmen Schiffers verwies der Ministerialdirektor im Reichsschatzamt, Stefan Mösle, der später Erzbergers Staatssekretär werden sollte, darauf, dass dringend eine Steuerbehörde ohne politischen Charakter benötigt werde. Das Programm sah zudem eine gerechtere Lastenverteilung vor. Bei öffentlichen Auftritten, vor allem vor Wirtschaftskreisen, forderte Schiffer die zügige parlamentarische Legitimation solcher Maßnahmen, wobei er als bürgerlich-liberaler Politiker aber weniger den Aspekt der Steuergerechtigkeit oder der Sozialisierung in den Vordergrund rückte, als ökonomische Abwägungen, mit denen die deutsche Schuldnernation als ehrbarer Kaufmann präsentiert wurde, der vor allem auf seine internationale Kreditwürdigkeit zu achten habe. Doch gelang es zunächst nicht, die entsprechenden Pläne durchzusetzen. Erzberger hingegen, zu dem ich nun etwas näher komme, schaffte nach seinem Amtsantritt rasch die entscheidenden Schritte. Was ihm dabei zugute kam, war, dass er den kämpferischen Habitus, der die Weimarer Gesellschaft insgesamt durchzog, in die politische Debatte und um die Einführung einer reichseigenen Finanzverwaltung und den Haushaltsplanungen zu übertragen verstand. Aufschlussreich ist hierfür vielleicht eine Schilderung, die der Pressechef des preußischen Staatsministeriums Hans Goßler von einer Sitzung im Finanzausschuss der Nationalversammlung im Sommer 1919 gegeben hat. Begleitet von Mösle habe Erzberger dort gestanden, so Goßler, ich zitiere ihn, im Trommelfeuer der Angriffe, die Deutschnationalen schwangen die Klinge, doch Erzberger zeigte fabelhafte Elastizität, denn er sei nach dem Rezept, die beste Parade ist der Hieb, gegen alle Zweifler vorgegangen und habe schließlich den Sieg errungen. Auch Harry Graf Kessler, einer der prominentesten Beobachter dieser Jahre, verglich Erzbergers Rhetorik mit Kolbenschlägen, seine Sätze mit Bataillonen. Dieser agile Politikstil passte also in den Zeitgeist und zur Sachlage, herrschte doch in finanzieller Hinsicht tatsächlich der Notstand und die umkämpfte Lage der Republik ließ jede Zurückgenommenheit unangemessen erscheinen. Erzbergers Auftreten war daher geeignet, die vermeintliche Kümmerlichkeit der parlamentarischen Beratungen wie der Demokratie insgesamt, die Zeitgenossen wie Ernst Troeltsch spöttisch bemängelten, aufzubrechen und selbst die spröden Details fiskalischer Techniken mit dem Charakter großer Weltfragen aufzuladen. Eine konsequente Besteuerung legitimierte er so als nachträgliche Wehrpflicht im Dienste des Wiederaufbaus und gab ihr zugleich einen visionären Charakter als Beitrag zum Sozialstaat der Zukunft. Doch eigentlich standen die Finanzfragen um 1919 noch kaum im Zeichen der Zukunft, sondern im Zeichen der Not. Und die parlamentarischen Verhandlungen brachten daher nicht einmal wirkliche Haushaltspläne, sondern nur sogenannte Notetats hervor. Das ist die damalige Bezeichnung. Denn diese Notetats waren Gesetze, die eine vorläufige Regelung des Reichshaushalts für bestimmte Zeitpläne ermöglichten. Zunächst hier von März bis Juni 1919, dann noch einmal bis Oktober und noch einmal für einige weitere Wochen. Sie enthielten jeweils nur eine allgemeine Ermächtigung an die Exekutive, alle Ausgaben zu leisten, die zur Erhaltung gesetzlich bestehender Einrichtungen und zur Durchführung gesetzlich beschlossener Maßnahmen erforderlich sind. Und benannten dann einige konkrete Haushaltsposten etwa für bauliche Maßnahmen, unter anderem in diesem Jahr auch beim Reichsfinanzministerium oder für die Schaffung neuer Stellen. Zugleich wurde schon im April 1919 das Gesetz über eine vereinfachte Form der Gesetzgebung für Zwecke der Übergangswirtschaft zur Grundlage zahlreicher Notverordnungen, die teils weitreichende und langfristige Auswirkungen auf die Finanz- und Wirtschaftspolitik hat. Das Reichsfinanzministerium nutzte hier also in der Kontinuität der Kriegsjahre alle außerordentlichen Rechtsetzungsmöglichkeiten. Zwar brachte die Regierung zudem auch einen regulären Reichshaushaltsplan ein, die darüber im April 1919 geführte zweitägige Debatte in der Nationalversammlung drehte sich aber um alles Mögliche, aber nicht um den Etat. Im Vordergrund standen innen- und außenpolitische Fragen, die Bilanz der Revolution und der Parlamentarisierung, Effekte von Sozialisierung und Bürokratisierung, internationale Konfliktlagen und die bürgerkriegsähnliche Gewalt im Reich. Allenfalls am Rande wurden dabei die im Haushaltsplan dargelegten Finanzposten berührt. Die konkrete Beratung wurde anschließend in den Haushaltsausschuss abgegeben und dort erst einmal bis zum Herbst vertagt. Zumal angesichts der laufenden Friedens- und Reparationsverhandlungen die zukünftigen finanziellen Spielräume des Reiches noch völlig unklar waren. Die zweite Lesung des Gesetzes über diesen Plan und die ausführliche Diskussion einzelner Etats in der Nationalversammlung fanden dann erst im Oktober 1919 statt. Die anschließende dritte Debatte
Nun erstmals unter Beteiligung des neuen Ministers Erzberger wurden auch einmal Anlass für einen einzigen Generalaustausch. Letztlich wurde das Reichshaushaltsgesetz für das Rechnungsjahr 1919 erst am 30. Oktober verabschiedet, das heißt 7 Monate nach den üblichen Vorgaben für ein solches Gesetz. Bei dieser Gelegenheit versprach Erzberger, dass für das kommende Jahr ein detaillierterer Plan mit der größten Beschleunigung vorgelegt werden würde, ein Versprechen, das aber wiederum nicht eingehalten werden konnte. Doch wurde im Paragraphen 9 dieses Haushaltsgesetzes von 1919 ein sogenanntes Notbewilligungsrecht, auch das ist ein Terminus der Zeit, festgelegt, eine Maßnahme, die während der Verfassungsberatung von Vertretern der Ministerialbürokratie und auch aus dem Reichsschatzamt noch vergeblich gefordert worden war. Erzberger begrüßte diese neue Machtbefugnis nun als einen Schritt, der den Reichsfinanzminister stärke, und er sicherte zu, rücksichtslosen Gebrauch von dieser Ermächtigung zur Sparsamkeit zu machen. Der entsprechende Paragraph bestimmte, Haushaltsüberschreitungen und außerplanmäßige Ausgaben bedürfen der vorherigen Zustimmung des Reichsministers der Finanzen. Eine ausführliche Diskussion darüber fand in der Nationalversammlung aber erstaunlicherweise gar nicht statt, obwohl dieser Passus einen Kern der parlamentarischen Demokratie betraf, nämlich die Ministerverantwortlichkeit. De facto wurde damit bereits eine umfassendere Bevollmächtigung des Reichsfinanzministers vorbereitet, zu Teilen übrigens nach internationalem, vor allem auch französischem Vorbild, die ab 1920 dann schrittweise vertieft werden sollte und unter anderem ein Vetorecht des Finanzministers für alle Haushaltsposten, was es bis heute gibt, sowie die Ernennung sogenannter Kommissare vorsah, die als Beauftragte des Reichsfinanzministeriums die Arbeit der anderen Ressorts überwachen konnten. Dies aber, wie auch die schlussendliche Durchsetzung einer Reichshaushaltsordnung, die ebenfalls dann bis 1969 in Kraft bleiben sollte, waren Maßnahmen, die erst nach Erzbergers Ausscheiden aus dem Amt vollständig durchgesetzt wurden. Was er jedoch noch in seiner Amtszeit anstieß, waren die Rekrutierung und Ausbildung der Reichsfinanzbeamtenschaft, wobei das in Artikel 16 der Weimarer Verfassung gebotene landsmännische Prinzip zu berücksichtigen war. Insgesamt mangelte es erst einmal aber sowohl an geneigtem als auch an geeignetem Personal immer innerhalb der Finanzverwaltung der Einzelstaaten, aus denen der Nachwuchs rekrutiert wurde. Dies erklärt, und das eingangs erwähnte Zitat von Markul hat es ja vielleicht deutlich gemacht, warum ehemalige Kolonialbeamte, Beamte aus den abgetretenen oder unter Völkerbundverwaltung gestellten Territorien, Heeres- und Marinebeamte und viele andere, darunter auch Angehörige freier Berufe, die entsprechende Schnellkurse durchlaufen hatten, in die Finanzverwaltung eintreten konnten. Der Versuch von Erzberger und Mösle, dabei das sogenannte Juristenmonopol zu durchbrechen und auch Diplomkaufleute generell als Beamte für die Reichsfinanzverwaltung zuzulassen, setzte sich allerdings nicht durch. Was vielleicht sich durchsetzte oder zumindest eine Veränderung war, die angestoßen betraf vor allem den erwünschten Habitus dieser Beamten. Im Juli 1919 veranstaltete das Finanzressort in Weimar dazu eine Konferenz. Weil der Steuerbeamte der wichtigste praktische Volkswirt sei, so der Hauptredner Ludwig Waldecker, müsse er sich vor allem in Steuerpsychologie auskennen, anstatt einseitig fiskalisch zu denken. Der schwerfällige Bürokratismus müsse so endlich überwunden, ein Vertrauensverhältnis zu den Zensiten aufgebaut werden, denn in keinem anderen Amt seien die Ermessensspielräume so groß wie in diesem und sie müssten genutzt werden. Entscheidender als Ausbildungsinhalte sei dafür aber die Persönlichkeit des Beamten und seine Vernetzung vor Ort, in Waldeckers Worten seine Anpassung an den Typus der Bevölkerung. Gerade diese persönliche Handlungsmacht und der Wille der Beamten, ihre Ermessensspielräume zu nutzen, wurde damals, und dies war auch ein Nachhall der Organisation der Kriegswirtschaft und damaliger Vereinfachungsdebatten, als besonderes Kennzeichen einer modernen, schlagkräftigen Verwaltung beschrieben. Die Fallstricke einer solchen Sicht aber lagen, wie es das eingangs angeführte Zitat von Hermann Bothke vielleicht deutlich gemacht hat, dort, wo im konkreten Ermessensfall eine Abwägung irgendwo zwischen Recht und Politik getroffen werden musste und die verantwortliche Bürokratie dadurch wieder zu einer kämpfenden Organisation gemacht werden konnte. Damit komme ich zu meinen abschließenden Bemerkungen. Was diese Impressionen aus den Monaten, die Erzberger als Reichsfinanzminister amtierte, aufzeigen, ist die Komplexität demokratischen Regierens in einer politischen wie ökonomischen Ausnahmezeit. Daraus resultierte in der Weimarer Republik ein Gemisch aus tiefgreifenden Krisenerfahrungen und weitreichenden Einheitserwartungen. Weil nicht nur manche der Entwürfe, sondern auch der Habitus der Beteiligten in vielem noch im Krieg verwurzelt war,
versuchten gerade republikanische Kräfte, mögliche Widersprüche durch kämpferische Entschlossenheit zu bewältigen. Politische Aushandlungen in der Öffentlichkeit hatten dafür eine bedeutsame symbolische Funktion. Zugleich wurden viele Entscheidungen aber nur mittels technokratischer Untertunnelung der demokratischen Gremien ermöglicht. Hierbei waren dann durchaus Interessenallianzen zwischen der Ministerialbürokratie, die sich selbst in dieser Phase neu konstituierte, und dem neuen Minister zu erkennen, im Effekt eine zunehmende Ermächtigung der Exekutive mit sich brachten. Theodor Eschenburg, der nicht nur der eingangs genannte Briefpartner Wodkes, sondern auch ein Biograf Erzbergers war, hat dies mit einem zeitgenössischen Begriff des Soziologen Alfred Weber als Führerdemokratie bezeichnet, als eine, wie Eschenburg es nennt, ganz moderne, aber eben in Teilen unegalitäre Vorstellung von demokratischem Regieren, entstanden aus der Allianz von konservativ orientierten, jedoch flexibel agierenden Beamten und neuen Kräften und in diesem Fall abgesichert durch Erzbergers gleichzeitige Vernetzung mit parlamentarischen Kräften. Der weitreichende Anspruch, dass der neue Staatsapparat einheitlich zu organisieren sei, kollidierte aber mit der Unübersichtlichkeit der tatsächlichen Lage. Dies führte dazu, dass jegliche Form der Uneinheitlichkeit und Widersprüchlichkeit der amtierenden Regierung zum Vorwurf gemacht und als Beleg für die generelle Unmöglichkeit demokratischen Regierens herangezogen werden konnte. Dafür ist es wichtig, den Blick nicht nur auf die nationale Ebene zu beschränken, sondern die internationalen Handlungsbedingungen der Weimarer Finanzpolitik mitzudenken. Die Entscheidung für die Einführung einer reichsweiten Finanzverwaltung im August 1919 waren ebenso wie der Moment der Gründung des Reichsfinanzministeriums nicht nur von den parallel laufenden Verhandlungen um die Weimarer Reichsverfassung geprägt, sondern vielen unter dem Einfluss der Verhandlungen um den Versailler Friedensvertrag und die Reparationsforderungen. Gerade mit Blick auf die Reichsfinanzen bedeutete das, dass die Souveränität der Republik aber auch von den Entscheidungen anderer abhängig war. Das Damoklesschwert einer möglichen Ottomanisierung des Deutschen Reiches, wie es damals hieß, schwebte gerade im Haushaltsbereich, der dann also sozusagen der Kontrolle unterworfen worden wäre, beständig über den Verantwortlichen oder wurde von diesen als Szenario angeführt, um Entscheidungen zu legitimieren. Dies galt übrigens nicht nur für die unmittelbare Nachkriegszeit, sondern reichte bis weit in die 20er Jahre hinein. Auch Erzberger präsentierte den Friedensschluss vor allem als wichtigen Impuls für die nationalstaatliche Erneuerung. Der Friedensvertrag wird nach innen für die Einheit und Geschlossenheit unseres Reiches eine ganz andere Wirkung haben, als diejenigen glauben, die ihn uns aufgezwungen haben, so Erzberger am Juli 1919 vor der Nationalversammlung. Diese von ihm und anderen betonte und mit der äußeren Friedensordnung verknüpfte Hoffnung auf Einheit im Inneren musste aber zugleich enttäuschte Erwartungen mit sich bringen, wenn die Gemengelage der internationalen Finanzwirtschaft die tatsächliche Regierbarkeit der Reichsfinanzen begrenzte. Im Gegenzug beklagten Gegner der Republik daher beständig die Zersplitterung und Zerrissenheit des Weimarer Staates, der es angeblich nicht schaffte, etwas Geschlossenes oder Dauerhaftes hervorzubringen. Dies galt auch für prominente Menschen aus dem Reichsfinanzministerium selbst, insbesondere dem Finanzstaatssekretär Johannes Popitz, der seit 1920 schon im Finanzressort tätig war, und für seinen engen Freund, den vielleicht vielen bekannten Staatsrechtler Karl Schmidt. Ab Mitte der 20er Jahre geißelten diese beiden in Texten und Reden die Weimarer Demokratie als eine schwächliche, scheiternde Regierungsform, als Ausdruck einer ineffizienten und politisch bankrotten Polykratie. Diese Diagnose ergab sich aber weniger aus der Realität dessen, was seit 1919 im Weimarer Finanzwesen tatsächlich geschafft worden war, als aus überschießenden Erwartungen, anhand derer die Weimarer Demokratie von Beginn an im Inneren wie im Äußeren beurteilt wurde. Was der eingangs zitierte Möller beschrieb, die Regelhaftigkeit und Einheitlichkeit des neuen Verwaltungskörpers, war also zunächst einmal eine demokratische Fiktion, die eine zentrale legitimatorische Funktion für den neuen Staat besaß, aber eben in vielen Bereichen eine Fiktion bleiben sollte. Dies wiederum ist aber nicht der Beleg für das Scheitern demokratischen Regierens in außerordentlichen Zeiten, sondern eben ein Beleg für die Komplexität dieses Regierens. Vielen Dank.